Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Supermarkt Simulator. Ja, es gab in der Zwischenzeit ein Update und das möchte ich euch immer zeigen. Also das sieht man hier, man kann Farben auswählen. Was ich jetzt mit den Farben machen kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube die Wände oder so streichen, vielleicht auch Regale einfärben. Weiß ich noch nicht, das werde ich dann sehen. Und natürlich einen neuen Boden, den man dann hier verlegen kann, denke ich mir mal. Bei den Möbeln, ja, so ein halbes Regal ist noch dazu gekommen, ein Eckregal innen, ein Eckregal außen, ein viereckiges Regal, also so ein, ja, ich würde mal sagen, Aufsteller. Ein halbes viereckiges Regal, kleiner Kühlschrank gab schon, großer gab schon, ein Mini-Kühlschrank kam dazu, also ein Kühlschrank abgerundet, ein großer Kühlschrank abgerundet kam dazu. Bei den Geschirrschränken bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, aber ich glaube hier auch das große Regal kam noch hinzu. Gut, dann würde ich sagen, wir starten rein hier. Was müssen wir denn eigentlich auffüllen? Ich würde mal sagen, hier die Billig Coke, sage ich jetzt einfach mal. Die könnten wir auffüllen. Was haben wir denn hier Schönes? Apfelsaft. Ja, der ist voll. Ne? Den können wir erstmal wegbringen. Jo, hier ist ziemlich alles leer, ne? Hier drei ran. Zwei. Erstmal hier die Stellungen wieder machen. Davon hätte ich gern zwei. Davon hätte ich gern zwei. Davon zwei, davon auch noch zwei mit Käse haben wir eigentlich genug. Davon, gut, das muss man natürlich hier gucken, dass wir das wieder auffüllen. Ja, das ist nur ein Karton, glaube ich. Das Wasser nehmen wir auf jeden Fall hinzu. Hier das nur, das nehmen wir, da nehmen wir zweimal, davon noch einmal. Kaffee nehmen wir öfters mit. Eier. Eier müssen wir auch noch hier ein paar mitnehmen. Tee holen wir auch noch einmal dazu. Hier, das holen wir. Und davon holen wir auch noch direkt eins. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier einiges wieder drin. Und zwar für 1300 Euro haben wir eingekauft. Ich hätte gern einfach zwei von den großen Regalen. Und ja, mal noch so ein Regal hätte ich hier gern dabei. So ein Regal. Und hier dieser abgerundete Kühlschrank. Und natürlich noch mal so ein großer Gefrierschrank. Ja, dann sind wir hier auch schon gut dabei. Da sind wir hier richtig gut dabei. Hast du schon so ein Eckregal mitgenommen? Kommt das nochmal noch mit. So, also lassen wir uns das jetzt mal liefern. Zack, und da draußen liegt's. Erstmal gucken, dass wir hier das ganze Zeug wegkriegen. Ah, das wird jetzt erstmal höchste Priorität haben, dass wir das ja, leer bekommen. Was heißt leer bekommen? Ne? Den PC mache ich zu. Ja, PC mache ich zu. Ja, kann ich hier hinwerfen? Genau. So, erstmal wieder hier auf die Tastenbelegung. Klarkommen, sage ich jetzt einfach mal so salopp gesagt. Oh, da sind wir auch schon Eier, die können wir hier auch ein bisschen auffüllen. Geht's weg? Nein, das Regal ist voll. Schade. Ja, zack. Ja, ich weiß, man wirft keine Eier hier durch die Gegend. Was sind wir denn hier Schönes? Wo haben wir das Müsli? Das haben wir hier. Irgendwie habe ich jetzt hier wieder deutlich zu viel eingekauft. Ich habe deutlich zu viel eingekauft. Und dann tuckert ihr einfach mal hier durch das
erstmal alles hier hinten hin. So, oh, das ist auch nochmal so ein Eckregal. Ich habe jetzt zwei, okay. Ich habe zwei von diesen Eckregalen. Ist jetzt erstmal egal. Hier ein großes Lagerregal. Das hier vielleicht reinkriegen. Ja, das kriegen wir hier rein. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen höher. Das heißt, wir können da ein bisschen mehr lagern. Ist gar nicht mal so verkehrt. So, die Gefrierbox, die würde ich dann erstmal sagen, die stellen wir hier schon mal hin. Aber es wird bestimmt bald was kommen, wo wir das brauchen. Den Kühlschrank. den Kühlschrank. Sag ich jetzt einfach mal so. Den können wir jetzt auch erstmal. Upsala. So, hier hinstellen. Das ist, wenn ich jetzt den hier nehme. Kann ich den auch wieder einpacken? Ja, den kann ich wieder einpacken. Guck mal, guck dir das mal an. Ah, das ist ja hier mega nice, dass die auch noch wieder zurückpacken kann. Upsala. So, jetzt soll ich schon rauslaufen. Das ist voll. Stacking ist nicht möglich. Dann machen wir das erstmal hier hin. So, zack. Und hier auch noch so ein großes Regal. Kann ich das jetzt eventuell hier nebendran noch platzieren? Jawohl, sehr schön. So, hier ist nichts. Hier ist nochmal was. Das ist hier dieser Aufsteller. Oh, das passt ja, würde ich dann sagen. Ne? Das passt ja jetzt schon. Den einfach, dass ich hier auch sehe, was hier drin ist. Stelle ich das einfach mal so hin. Mal gucken, dass wir die hier vielleicht irgendwie schöner unterbringen. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal den Laden auf. Wir haben erstmal 7 Minuten gebraucht, um den Laden zu öffnen. So. Wir haben doch bestimmt noch Rechnung, wo wir zahlen müssen. Verwaltung? Ja. Zahlen wir mal schön die Rechnungen. Die nächste Lizenz würde 750 kosten. Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspülertabs, Handseife, Shampoo und Toilettenpapier. Alles würden wir theoretisch alles unterkriegen. Theoretisch kriegen wir das alles unter. Die Nudeln müssen eigentlich relativ hoch. Oder hier öffnen. So, jetzt lassen wir hier grob einen Überblick verschaffen. Aber es scheint alles eigentlich gut gefüllt zu sein. Alles scheint gut gefüllt zu sein. Ja, das gefällt mir, wenn es hier alles so gefüllt ist. Mal ganz kurz schauen. Ja, das passt soweit. Und dann durch diese Eckregale und alles können wir uns einen besseren Ladenaufbau dann irgendwann bauen. Kunde für uns, oder eine Kundin besser gesagt, hätte gern Kartenzahlung und das ist natürlich 38,70 €. Das gefällt mir. Hier drüben staut sich schon wieder und es will irgendwie keiner hier bei mir ja, an die Kasse. Wir wollen alle darüber zum netten Kollegen. Na gut. Das ist halt so. Oh, oh, hallo, Entschuldigung. So. Und jetzt mit 3,10 $. So, wir wollen wieder mal ein bisschen Geld hier in die Kassen bringen. Weil wir hier nebenbei einen Schluck Kaffee trinken. Ist hier zu teuer? Oh, okay. Hier geht schon einiges über den Lagentisch jetzt. Hier stehen sie an, wie blöd, und hier kommt einfach keiner hin an die Kasse. Dann kann ich jetzt erstmal gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal wieder was auffüllen kann. Ja, natürlich noch nichts. Milch ist zu teuer für mich, ja. Passt, 70 Cent. Ja, dann machen wir hier noch was. Die hatten einen großen Einkauf.
Das ist jetzt insgesamt um 69 Dollar. Ja, das war ein guter Einkauf. Das war ein guter Einkauf und der nächste Kunde oder Kundin kommt zu uns. 2 Dollar. 20 Dollar zurück. Das sind halt auch viele Kleinbeträge, was wir hier einnehmen. Ne? Viele Kleinbeträge. Das ist zum Beispiel Wardle. 87 Dollar. 60 Dollar. Kriegt er zurück. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, der hat auf jeden Fall mal ein paar Kaffee dabei. Das ist gut. 32, 70. Jawohl. Bezahlen 41,50. Jawohl. Also hätte hier 4 Uhr. Können wir uns auch schon gleich wieder anfangen, hätte das Licht einzuschalten. Machen wir mal das Licht an und gehen wir hier mal durch und gucken, was können wir auffüllen oder eben nicht auffüllen. Das ist alles noch gut gefüllt. Ist aber auch was ordentliches. 91,90. 91,90. Ja, jetzt kommen die ganzen, wo Feierabend machen, ne? Die kommen jetzt hier vorbei und kaufen noch ein. Das ist so weit so gut, ne? Läuft, würde ich sagen. Ah, herrlich. Sekunde kommt. Sehr schön. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Hallo. So, das wäre 78,10. Guten Tag. Zurück. Ah, ja, jetzt stehen sie bei mir gerade aber Schlange. Jetzt stehen sie bei mir Schlange. 47 Euro. 83, Entschuldigung, ich sag immer Euro. Ziemlich leer. So. 59,50 €. So, gezahlt. Ist sehr schön. So, ich würde sagen, wir beenden den Tag. Schauen wir mal die Statistik an. Produkte nicht gefunden. 2. Ja, wir haben ein
Profit gemacht von minus 1500, aber ist ja klar. So viel, wie wir jetzt da eingekauft haben, ne? Das war echt Wahnsinn. Also man kann auf jeden Fall ein Päckchen Kaffee, was hat der? Der hat die Ding, okay. Kaffee, wo war Kaffee? Kaffee war hier. Na, wieder mal nicht voll. Immer die, wo es nicht voll machen. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Euer Gaming-Konsum. Ciao, ciao.